Zwei Sterne. Okay, das erzähle ich als Einleitung. Und willkommen zurück zu Minecraft. Und das bist du in der Cave. Ja, ich bin im Cave. Hallo. Das hab ich gebaut, das Haus. Ist doch wunderschön, oder? Ja, kämmt sich bis zum Enderdragon durch. Ich hab dir schon eine Eisenrüstung gefarmt. Ich hab jetzt schon mehr gemacht als Holzminen. Ich hab jetzt schon eine Eisenrüstung gefarmt für mich. Ja, du, ich hab 51 Eisen. GG. GG. Geh live. Ich brauche Erde. Bunk, hast du Erde? Das sieht echt gut aus. Doch, hab ich. Alter, ich stake dich. Bam. Wenn du in meinen Gang runterkommst. Komm, dein Gang gleich. Alter, wie ist das denn da fliegend? Alter, was ist das für ein Scheiß? Fliegende Öfen. Das ja, da in dem Ofen ist was gebrannt geworden, weißt du, deswegen. Ja, genau. Brand an die Wand. Nein. So, Brand ich fall. Brand an die Wand. Guck mal da unten rein. Guck mal da unten rein. Ich wollte es noch nicht entscheiden. Schon 1000. Hey, Seba, American History X the Game. Hey, Jonas. Was? Jetzt läuft gerade immer eins von den Liedern, das du mir geschickt hast. Dim, dim. Dim, dim. Dim, dim, dim. Ich weiß aber leider nicht, welches Level das ist. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Oder ob ihr es gesehen habt. Da ist eine Aufnahme. Du hast mir Dreck ins Gesicht geworfen, oder? Nein, aber meine alten Steintools. Das habe ich auch gesehen. Also zumindest habe ich gesehen, wie ich auf einmal was im Inventar hatte. Aber ist egal, ich verwende. Wenn ich mit Diamanten komme, dann bleibt kein Auge getroffen. Nee, genau, dann bringen wir dich um und dann haben wir Diamanten. Och, Alter, die Musik ist so der Hammer, ey. Lalalala, aber ich glaube, ich habe irgendwie Angst, dass sie zu laut ist. Nee, wir hören es nicht. So laut kann es gar nichts sein. Ja. Bei mir wurde sich auch schon beschwert, dass man meinen Ton hört. Bei mir. Mit dem Standmikro und dem Kopfhörer. Dass man meinen Ton über mein Mikrofon hört. Ja. Ja und? Ich darf ehrlich sein, ich finde dieses Loch total hässlich. Das Loch? Für die Betten. Fick dich. Da sind ja nur keine Betten drin. Ich habe Eisen gefunden. Captain wow. Obvious hat zugeschlagen, so. Und gar nicht mal wenig. Sieht doch gar nicht so scheiße aus. Das ist auch nicht, aber trotzdem. Toll. Na, ich hab wieder den Müll nicht weggebracht. Ich hab viel zu viel Scheiße in meinem Inventar. Weißt du was, ich komm gleich runter, da darfst du mir dein Müll geben. Und dein Eisen. Und dein Eisen. Oh, nochmal Eisen. Was ist denn jetzt los? Ja genau, hüpf rein in meine Schlagfläche. Guck, sieht doch geil aus. Seba. Wie ist die Learn to Play? Das ist auch. Aber nur wenn du Haus auch gewinnst. Ja, das hat doch der Typ auch gemacht, also bitte. Weiß ich gar nicht mehr. Nee, da waren die am Ende, da haben die um die Frau gekämpft. Da hat der eine voll über gewonnen und da ist der abgehauen, der zweite, der eigentlich hätte sterben sollen. Alter, jemand, komplette Iron Boots. Die wollten um Leben und Tod kämpfen und dann ist der Schisser abgehauen, nachdem er aufs Maul bekommen hat. Ach, da! Da haben aber nur die... Warum hat die Armee nicht gekämpft? Weil es da um die Frau ging. Ich durfte den Titel von dem Film schon sagen, das wisst ihr schon. Wir wissen die nicht mehr. Ich weiß den schon noch, aber ich will den nicht sagen. Irgendwas Griechisches. Oder? Hm. Obwohl. GG, ich hab viel zu viel Redstone. Das hat was mit dem großen Pferd zu tun, so. Und so Troja. Ha. Alter, es regnet, man! Alter, pisst mich an. Ich wollte jetzt gerade Toggle Down geben. Punkt der Cheater, oh. Punkt der Nase. Alter, das ist mein Haus. Ich bewach das jetzt. Weg! Beim Gewitter renne ich raus und schrei Toggle Down vor. Toggle Down vor. Fuck you too! Puh. Gewitter kommt runter. Tot. So. Komplette Iron Tools. Renn ich raus und schrei Toggle Down. Ich habe jetzt schon wieder Eisen gefunden. Sehr gut, ich bin gerade auf dem Weg nach unten. Wir haben zu viele Eisen jetzt sogar. Also ich jedenfalls. Das heißt, ich gehe wieder hoch und lege meinen eigenen Müll weg. Wieder Eisen! Oh Mann, tja.
kannst dir Eisentools bauen, Seba. Ich bin komplett ausgerüstet. Das soll ein Goku machen. Son Goku! Ha! Der macht auch solche Geräusche. Ha! Toll, wenn ich springe, hau ich mir ins Hirn an. Macht es besser. Bin auch noch nicht fertig. Ja, komm. Dann mach fertig. Warte, ich lege mal schnell. Ich connecte mal schnell. Welche Steintools ich habe. Ja, von mir. Ja, besser. Ich würde sagen, wir nehmen noch gar nicht so lange auf und haben schon... Ich muss immer wieder auf die Uhr gucken. Ich starte Minecraft mal schnell, das gibt's doch nicht. Ich baue einen Zwischengang zu und suche Diamanten. Ich hatte gerade im Hintergrund noch das Bild da. Seba, bringst du ein bisschen Kohle mit runter, danke. Danke. Wo runter, wo bist du denn? Mine? Ja, in deiner Mine. In meiner? Ja. Mach gerade die Bookie Tools. Die Rüstung kriegt dann... Weiß ich brauch... Nein, ich habe keine Fackel mehr. Ja, deswegen ja. Was ist das für eine Melodie? Ich hab keinen Platz mehr. Ach so. Ja. Auf Höhe 6 ist aber nicht so gut, Bunk. Das ist das Beste, wenn du auf Höhe 5 bist, ist am Boden noch Ding, Bedrock, der die Diamanten abschirmt sozusagen. Der nimmt den Platz für Diamanten weg. Und für 10 ist am besten. Nee, hier 0 bis 6 ist die Wahrscheinlichkeit geringer als von 7 bis 16. Nein, wir sind ja auf Höhe 6. Also der Block unter mir ist Höhe 6, ja, das ist so voll. Also wir sind Höhe 7 und 8. Und du siehst halt noch Höhe 9 auch noch. Dann passt. Ich habe das so gemacht, dass du theoretisch, wenn du weitermachen willst, über dir halt noch so eine Ebene machen kannst, dass es halt perfekt ist. Dann hast du auf dem Boden Höhe... Warte... Niemals, nein, dann hast du auf dem Boden 10, 11, 12... Hast du mir Kohle? Ich gerade runter. Okay, bist du schon? Gut. Dankeschön, kann ich mir Fackeln bauen. Boah, jetzt... Was machst du da? Ich hab's doch schon gemacht. Lol, nee, hä? Egal, Bunky. Achso, du bringst gerade Müll weg. Ich hab dir Tools gemacht. Warte, Bunky, ich geb dir die Tools. Ich finde es schön, dass du das jetzt gemacht hast, dass wir beim Treppensteigen immer noch, beim Treppenrennen immer noch bin. Hier Tools. Da. Also ich grab einfach wieder blöd rum, weil das ist... Das ist einfach die Methode, was mit mir am meisten Kohle und Materialien bringt. Strip Mine. Ja, aber Strip Mine nur, wenn ich blöd rumgrab. Können wir auch gleich so ein kleines Labyrinth machen. Gibst du in die andere Richtung oder gehst du mit in dieselbe Richtung wie ich? Nee, ich greife in eine andere Richtung. Also ich greife immer so ein bisschen in die Richtung, dann greife ich wieder in die Richtung. Okay, ich habe gerade überlegt, was weißt du? Was? Er hat so gesagt, als du das gesagt hast. Ich habe keine Lust mehr. Was? Ich baue weiter am Haus. Ja, kämpft das sich durch bis zum Ender Dragon. Schon klar. Da guck mal, man kriegt Schaden, wenn man springt. Das... Ja, dann spring doch nicht. Okay. Kack doch drauf. Nein, das ist... Soll ich die Kohle weg, jetzt kann ich mir keine Fackeln machen. Hey, du musst aus Materialien suchen, Seba, gell? Sonst ist es doch so langweilig. Ich habe ein Schwert, Mann. Weißt du? Okay, du wahrscheinlich auch, aber ich habe eine Rüstung, Mann. Meins? Ja, ich habe eine volle Rüstung. Mal ehrlich, was ist interessanter? Die Landschaft schön gestalten oder das Glück meinen? Okay, eigentlich solltest du beides machen. Eigentlich solltest du Mobs fighten. Ist am interessantesten. Eigentlich soll ich eine Monsterfalle bauen, oder? Nee, danke. Morgen können wir einmal schlafen, bitte. Mich nervt der Regen. Nein. Der hört eh gleich auf. Selber loyal, verdammte Kacke. Ich bin irgendwie das genaue Gegenteil von das. Ich muss immer perfekt in eine Richtung graben. Egal, wenn Lava kommt. Das Skript immer random irgendwo hin. Ah ja? Passiert? Ist der Tag, weißt du, aber das Bunker, hast du schon Diamanten? Nein.
zu dir sprechen. Ich auch bin eigentlich schon viel zu lang dafür, dass ich keine 20 Diamanten habe. Ja, ich habe hier so ein kleines Minicave gefunden, so ein kleines Bad. Da kann ich immer schön meine Füße reinlegen, wenn ich von meinen erschöpft bin. Kann ich mir nachher Goldäpfel machen. Also wenn du zwei Goldäpfel hast, dann hast du gegen den Wither auch gewonnen. Ehrlich, der Wither, der kann dir bei Goldäpfeln überhaupt nichts entgegensetzen. Die Diamantrüstung auch nicht. Ja doch, die Vergiftung von dem Wither, die macht nämlich ganz, ganz viel Schaden, aber der Goldapfel, der wirkt da entgegen. Ich hab den Wither doch getötet, als er Diamanten! Als wir auf der Map gespielt haben. Ja, ich weiß. Nur mit einer Diamantrüstung. Der hat mir kaum Schaden gemacht. Eins. Ja, wird das Skelett, das sind heftig. Ich hab eine Eisenrüstung gehabt und eines hat mir einfach mit einem Schlag kaputt gehaut. Fünf. War so übel. Ich wurde uneffizient. Oh, Lava! Scheiße, ich hab ein Problem. Ah, ich hab 6 Diamanten. Ich hab Lava. Ich buddel uneffizient, hau einfach ein Loch in die Wand und da kommt Lava raus. Und ich muss die Folge beenden. Da geh ich drüber. Mach doch. Bis dann. Ich glaube, einer ist halt hier oben die Kühe züchten.